Guten Morgen zum neuen Video. Wir haben heute ein schönes Treffen für euch, M-Franken-Treffen. Ich habe auch die zwei Gesichter aus der Gruppe dabei, die sich da immer drum kümmern. Die dürfen sich selber vorstellen, hätte ich gesagt. Ihr seid alt genug. Das ist richtig, Klaus. Ja, vielen Dank. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Der 20. August und ich habe eine geile Zahl für euch. M-Franken, 28. Januar ging es los. Heute der 20. August, 1,075. Was heißt das? Jeden Tag durchschnittlich ein neues Nicht-Mitglied. Wir sind ja nur eine Interessensgemeinschaft auf Facebook und eine angehängte WhatsApp-Gruppe von lauter Irren, die hier ihr Herz verloren haben, ein geile Autos. Chris? Ja, zu mir gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin eigentlich der wo die Idee dazu hatte, mit ihm zusammen. Wir haben uns durch Zufall kennengelernt, kennen uns eigentlich schon seit Jahren, aber das wussten wir dann auch erst im Nachhinein. Ja, und eigentlich, man sieht so viel M in Franken durch die Gegend fahren, kennt die Leute aber überhaupt nicht. Und so entstand eigentlich die Idee, hier vor Ort in Franken Gruppe zu gründen. Natürlich großer Vorteil, wenn man einen Tuner um die Ecke hat. Und jetzt ist es so, dass wir heute 220 völlig irre haben, die nur auf diese Farben stehen. Also von daher freuen wir uns auf einen geilen Tag, auf eine geile Kamerafrau, die tolle Videos macht von geilen Autos. Ja, so kann man es auf jeden Fall sagen. Wir stehen jetzt auch da vor euren Autos. Vielleicht erzählt ihr kurz, was ihr für Autos fahrt. Dann kann euch auch vielleicht der eine oder andere, wenn euch mal auf der Straße sieht, damit identifizieren. Genau. Am Nummernschild kann man es ja erkennen. Und hier, das Schätzchen ist der letzte seiner Art. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Heritage Sondermodell M4 Competition in Velvet Blue Metallic. Richtig cool. Macht richtig Spaß. Und ja, der erste echte M für mich. Ich fahre seit 30 Jahren BMW und immer M-Paket. Und seit einem Jahr dieses Schätzchen mega. Chris, was hast du für eine Kiste dabei? Ja, bei mir ist es relativ einfach. Ich habe noch nie M-Paket gefahren, weil so sowas nicht mag. Das ist natürlich die Arroganz. Nee, ich fahre einen ganz normalen G80. Also normal, meine Frau sagt immer, der schimpft immer bei mich, ich soll mal aufhören mit dem Tunen. Ja, aber ich kann leider nicht aufhören und das ist einfach der Spaß an dem Ganzen letztendlich. Die Fahrerei, coole Ausfahrten mit den Jungs dementsprechend oder hier auch mit dem Klaus einfach vor Ort mal zu sein, macht richtig Bock. Ja, dann hätte ich gesagt, ja, wir machen jetzt zurück noch die Tische ein bisschen zurecht. Der erste ist ja gerade schon hergefahren und dann sage ich ja viel Spaß beim Zuschauen. Das wird, denke ich mal, ein cooler Tag mit auch coolen Autos und coolen Leuten. Und dann, die Pizza ist schon im Ofen. Eben, schon. Genau. Ja. Und dann sehen wir uns gleich dann wieder. Kai, was machst du da? Ich mache jetzt gerade die Autos noch fertig. Jetzt kommen dann schon die ersten Gäste um 11 Uhr circa. Deswegen bereiten wir noch alles vor, dass wir dann bereit sind, wenn die ersten kommen. Ja, ich bin ganz außer Atem. Wir haben das erste Auto jetzt aufgespannt, das ist ein Gammasan M5. Der hat eine Aulitzki Exhaust drin und noch ein Ansaugsystem. Wenn wir mal gucken, was er Leistung hat, wird auf jeden Fall sehr interessant. Und klanglich gibt es natürlich auch was auf die Ohren. Thank you.
Dankeschön, dass ihr alle reingekommen seid. Ich habe ganz kurz als meine Aufgabe, Admin Chris, Admin René, das Wort an unseren lieben Gastgeber, den Klaus Aulitzki, zu übergeben. Klaus. Ja, erstmal Servus an alle. Schön, dass ihr alle da seid. Mich freut es mega, dass auch so viele gekommen sind. Ist auch nicht immer selbstverständlich, vor allem nicht bei dem Wetter. Es hat ja gestern geschifft wie Sau. Sind aber trotzdem jede Menge da, also ist echt mega. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Da hinten habt ihr das Essen ja schon gesehen, es gibt jede Menge. Später auch noch ein bisschen Gebäck, lasst ihr schmecken. und Kaffee und so weiter, Getränke, alles da. Also bedient euch da gerne. Oben ist natürlich auch alles frei, also ihr könnt auch hochschauen. Der eine oder andere war bestimmt auch schon mal oben. Und ansonsten, ja, viel Spaß. Wir werden jetzt noch 4 Autos messen. Wir haben jetzt da einen BMW G80 M3 da. Machen wir jetzt eine Eingangsmessung und schauen mal, was dabei rauskommt. Also wir haben jetzt hier einen Alpina B6, hat der Kevin schon ganz schön vorgesagt gerade. Hier oben steht zwar noch G80, aber es ist ein Alpina. So, jetzt haben wir das nächste Auto da, ein M5 F10. Machen wir auch 2 Messungen, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Hallo, jetzt wollen wir natürlich auch mal sehen,
Wie war denn das heute an dem Tag? Und als ersten frage ich natürlich mal unseren Gastgeber, den Klaus. Klaus, wie war denn heute der Tag? Was war denn so dein Highlight? Also ich würde sagen, Highlight gab es heute mehrere, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Leute, die da waren, es waren alle cool drauf, mit jedem konnten wir sich gut unterhalten. Wir hatten ein paar coole Kisten noch auf dem Prüfstand, haben ein paar Soundchecks gemacht, aber im Großen und Ganzen richtig viel gute Gespräche gehabt. Also nochmal danke auch an die ganzen M-Franken-User, die da waren, war mega auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, wie gesagt. Super. Ist auf jeden Fall, glaube ich, gut angekommen. Ja. Dann schauen wir jetzt mal, ob wir noch jemanden finden für so ein geiles, kurzes Interview. Komm mal mit. Jetzt haben wir da noch mal ein paar Jungs gefunden in unserer M-Franken-Gruppe. Erzähl doch mal, was war denn euer Highlight heute? Wie hat euch der Tag gefallen? Also das Highlight war heute die Leistungsmessung von meinem M4 Cabriolet. Alles serienmäßig, Luftfilter, nichts gemacht, 50 PS mehr, 140 Newtonmeter mehr Drehmoment. Bin nur noch... Da kommt Freude auf, oder? Ja, auf jeden Fall. Und was war für dich heute so ganz cool? Leistungsmessung, die Verpflegung war sensationell und das ganze Event ist einfach klasse. Dann schauen wir mal, ob wir noch jemanden finden. Ich habe nämlich gerade gehört, jetzt geht es in die Leistungsmessung für einen M2 Competition. Und jetzt haben wir von der Jolene, die sitzt da, den M2 Competition in der Leistungssteigerung. Was erwartest du, wie viel PS hat er mehr? Puh, keine Ahnung, vielleicht 440 oder so. 440. Also wir schauen jetzt, 440 ist angemeldet. Und schauen mal, ob die Karre statt 410 440 hat. Was hast denn du da für einen coolen Beifahrer? Das ist, glaube ich, ein Alpaka. Ja, wir haben jetzt da nochmal ein M2 Competition. Da machen wir jetzt auch noch Leistungsmessung. Ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Direkt, wenn man nur anschmeißt. Wir schauen jetzt nochmal, ob wir noch irgendwelche coole Leute finden, die noch richtig Spaß heute hatten. Komm mal mit. Wir können den Chris mal fragen. Den Chris, der ist ja mit Schuld an der ganzen Misere hier. Chris, was war dein Highlight heute? Komm, hau raus. Dass so viele Leute eigentlich da waren, das war das Schönste an dem Ganzen überhaupt, innerhalb von kürzester Zeit so viele Leute, so viele Menschen auf den Haufen zu versammeln, das war für mich das persönliche Highlight. Schön, gut. Also du bist zufrieden? Absolut. Jetzt haben wir noch den Raffi. Was hat dir denn heute am besten gefallen? Was war denn dein Highlight? Die coolen Leute. Gut. Schöne Autos. Wetter, naja, aber Essen war gut, Pizza hat geschmeckt. Alles perfekt. Okay. Jetzt habe ich noch jemanden gefunden und zwar den Raul. Raul, sei mal so gut. Ja, heißt dich. Schön, dass du heute mit dabei bist. Sag mir mal, was war denn dein Highlight heute? Mein Highlight war heute ernsthaft mein Auto. Ja, war mega. War gut. Was kam da raus am Leistungsprüfstand? 582 PS. Statt? Statt 560. Okay. Und 748 Newton. Und was ist das für ein Auto? Sag uns noch mal ein kurz. M5 F10. Ein M5 F10, ja. Auch richtig cool. Der mit dem Cap, den fragen wir jetzt mal. Der hat nämlich eine ganz geile Kiste dabei. Alex, grüß dich. Hi. Servus. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade der Julia schon erzählt, du hast eine ganz coole Kiste dabei. Sag uns doch mal, was hast du für ein tolles Auto dabei? Also mein cooles Auto steht da vorne. E92 M3 Competition Edition. Ja, so gab es auch nicht so. Acht Zylinder. Groß. Geile Farbe. Geile Farbe, matt, ja. Okay. Schönes Auto, keine Frage. Wetten, dass der gar nicht telefoniert, Schatz? Ja, telefoniert nicht. Ich komme jetzt nachher. Das ist der Terence. Was war denn dein Highlight am heutigen Tag? Komm, hau raus. Erzähl das der Julian mal. Dich getroffen zu haben. Oh nein, echt? Ja, okay. Persönliches Highlight war für mich jetzt eigentlich der M5. Ja? Der schaut nicht schlecht aus, hat auch eine Keramikanlage, von dem er passt. Raphael, nicht verstecken. Ich hab schon eins gegeben. Hast du schon gegeben? Ja, ich muss ja. Okay. Die trauen sich immer nicht vor die Kamera, nee, ne? Also aber er kann das eigentlich auch. Ich fand den M5 gut. Ja, ich fand es auch gut, dass
eigentlich ausreichend Fahrzeuge da waren. Von dem her ist eigentlich guter Abend gewesen auf jeden Fall. Regen war zwar jetzt nicht so optimal, aber sonst. Jetzt habe ich den Stefan gefunden. Stefan, was war denn dein Highlight und was gab es denn heute zum Essen bei Aulitzki heute? Also das Highlight heute war bestimmt unsere Pizza und unser Kuchen, mit Sicherheit. Super. Natürlich hatte ich super Autos, die da waren. Es hat verschiedene Pizzen gegeben, Kuchen, Muffins und so weiter. Dutzende an Pizzen wurden hier weggedrückt. Sensationell. Jetzt haben wir das letzte Fahrzeug für heute noch da, ein X3M. Der Kunde war letzte Woche schon bei uns, hat eine Aulitzki Exhaust bekommen. Jetzt machen wir nur eine Leistungsmessung und dann sind wir fertig für heute. Mm-hmm.